Robin, dann start mal rein. Robin oder Ziege? Ganz klar Ziege. Wenn ich Robin höre, dann kriege ich nur Ärger von meiner Mutter. Ziege oder Ziegelinio? Doch Ziege, ja. Bleib dabei. TSG Mörse oder VfL Wolfsburg? Ah, VfL Wolfsburg habe ich länger gespielt. VfL Wolfsburg oder Eintracht Braunschweig? Schwer. Boah, das ist echt schwer. Aber ich bleibe bei Wolfsburg, das ist meine Heimat. Eintracht Braunschweig oder Preußen Münster? Ich habe ganz schön eklige Fragen. Ich bleibe bei Braunschweig, denen hatte ich mehr Erfolg. Preußen Münster oder FSV Zwickau? Oh, dann doch Preußen Münster. FSV Zwickau oder SSV Jahn Regensburg? Ganz klar, SSV. Niedersachsen oder Bayern? Oh, das ist jetzt die Frage. Ich bleibe bei Niedersachsen, ich bin heimatgebunden. Stadtkind oder Dorfkind? Da der ein Dorfkind. Meister in der Regionalliga Nord oder Tor in der Youth League gegen Eindhoven? Hast du ja angeguckt, ne? bleib ich beim Meister, ist immer noch ein Teamsport. U19 Nationalmannschaftsdebüt gegen die Niederlande oder Profidebüt gegen Jena? Dann bleib ich beim Profidebüt. Rechter Verteidiger oder Innenverteidiger? Ganz klar, rechter Verteidiger. Der rechte Bock, das ist zu viel Laufen für mich. Dreier- oder Viererkette? Viererkette. Rücken Nummer 14 oder 4? Die 4. Was verbindest du mit der 4? Ja, eigentlich hatte ich die 40, aber weil das meine erste Profinummer war. Aber ja, der Joe hat immer so eine Regel, dass wir nicht über 30 die Trikotnummern haben dürfen, außer ein paar Ausnahmen. Die 4 war leider schon besetzt, hat Ballas mir die geklaut, aber deswegen dann die 14. Aber sonst in der Jugend, überall hatte ich eigentlich immer die 4, deswegen gleich bei der 4. Grätschen oder ablaufen? Ganz klar grätschen. Muss der Gegenspieler fliegen. Titel ohne Einsatz oder Einsatz ohne Titel? Dann der Titel natürlich. DFB-Pokalsieg oder Champions-League-Teilnahme? Champions-League-Teilnahme. 5:4 oder 1:0 gewinnen? 5:4 ist, glaube ich, ein geileres Spiel. Last-Minute-Sieg oder klares 5:0? Ich nehme das 5:0, ist ein bisschen entspannter für die Nerven. Tor schießen oder auf der Linie klären? Tor schießen kommt nicht so oft vor, deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen besser für mich. Talent oder Fleiß? Fleiß, ganz klar. Lauftraining oder Krafttraining? Krafttraining. Bolzplatz oder Trainingsplatz? Trainingsplatz. Training um 6 Uhr oder um 22 Uhr? Dann um 6. Citytrip oder Strandurlaub? Strandurlaub, 100%. Urlaub mit der Freundin oder mit den Freunden? Da muss ich aufpassen, was ich sage. Nee, dann mit meiner Frau zusammen. Instagram oder TikTok? TikTok. Thiago Silva oder Sergio Ramos? Oh, wie Conny jetzt sagen würde, beides gute Haie. Thiago Silva. Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Ist ein Tattoo geplant, ein neues? Erstmal nicht in Aussicht, aber es ist irgendwie wie eine kleine Sucht, wenn man einmal anfängt, dass man da nicht aufhören kann. Also da kommt bestimmt noch irgendwas. Deutschrap oder Schlager? Schlager. Lieblingssong? Mich hat ein Engel geküsst. Bier oder Wein? Bier. Nach dem Spiel Interview bei Magenta oder bei JahnTV? JahnTV ist doch klar. Bei Magenta fragen die zu viel. Kurze oder lange Haare? Kurz Rasko kurz oder dann auch lang wie Erling Haaland? Rasko kurz oder Erling Haaland lang? Rasko kurz. Lustiger oder ernsterer Mensch? Lustiger natürlich. Nie wieder Pizza oder nie wieder Burger? Nie wieder Burger. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist ein russisches Gericht, es sind Pelmeni.
Also heißt das vergleichbar mit, ja, mit Tortellini. So von der Form her, sind auch mit Fleisch gefüllt, mit Teig. Das macht meine Mutter natürlich öfters mal für mich, weil es mein Lieblingsessen ist, besonders wenn ich nach Hause komme. Darauf freue ich mich immer. Schönheit oder Intelligenz? Intelligenz. Nie wieder zocken oder nie wieder Musik hören? Nie wieder Musik. Was zockst du gerne? FIFA, Call of Duty. Das sind so die zwei Spiele, die, wo ich immer dran bin. Kickbase oder Communio? Kickbase. Dom oder Donau? Nehme ich die Donau. Warum? Ja, im Sommer ist es schön, kann ich ein bisschen baden gehen. Im Dom guckst du, glaube ich, ein, zwei Mal an, aber von der Donau ist immer was.